Hallöchen, heute nur mal ganz kurz und mal aus einer ganz anderen Perspektive und eine ganz andere Kamera. Zu der Kamera komme ich irgendwann mal. Hier habe ich ein USB-Ladegerät gefunden. Was steht hier? Ich hoffe, man kann es nachher lesen. Ich glaube nicht. Input 110 bis 240 Volt, 0,5 Ampere, bla bla bla. Output DC 5,1 Volt, 5,1 Volt, 1 Ampere und 2 Ampere. Es steht auch da 2,1 und 1 Ampere. Steht nichts weiter drauf. Kein CE, kein Hersteller, kein gar nichts. Und man kann das hier so abziehen. So. Das Teil hat allerdings ein kleines Problemchen. Da bin ich drauf gestoßen, als ich da mal, aus welchem Grund auch immer, ich da mal Gleichstrom angeschlossen habe. Ich weiß nicht, kann man es hören? Bestimmt, aber da ist kein Kurzschluss. Da macht jetzt auch nichts. Ich habe den noch nicht in die Steckdose gesteckt. Aber wenn der drinne steckt, ich kann es euch zeigen. Null. Ich kann noch mal auf Ohm gehen. Ist ein komplett harter Kurzschluss. Hätte ich das Ding in die Steckdose gehauen, hätte es einmal ordentlich gefunkt und dann wäre es vorbei gewesen. So, nun wollte ich das Ding mal auseinanderreißen. Kriegen wir das jetzt hier gerade noch so auseinander? Da muss ich jetzt auch nicht aufpassen, ob ich da jetzt irgendwas kaputt mache. Wo habe ich das denn nur schon wieder? Mann, ach, da oben. Da. Knack, 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 knack. Ja, okay. Das ist definitiv hinüber. Muss ich mal gucken. Da, das ist definitiv hinüber. Da drin hat es ordentlich gebrezelt. Eigentlich sehen so, sag schnell, iPhone-Netzteile aus, glaube ich. Aber was haben wir jetzt hier? Hier ist ein Gleichrichter, da kommt die Spannung rein. Nach dem Gleichrichter ist ein Elko von 10 µF, 400 Volt. Was steht hier? Ich erzähle euch das einfach nur mal. KM, keine Ahnung was. Oder Wendt, Fendt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bisschen Hühnerfutter dahinter. Da hat es ordentlich gebratzelt. Das ist hier das IC. Da ist auch irgendwie eine Lotkugel oder hat sich da verabschiedet. Da ist eine Lotkugel. Das IC selber sieht irgendwie heil aus. Was steht drauf? Ja, ich habe das Mikroskop jetzt nicht dran. Ich bin hier auf einem anderen Platz. Direkt auf dem am PC. Was haben wir denn hier drauf stehen? AP3970P-G1. Ich blende mal ein, was ich darüber finde. So, und dann kommt da ja das Hühnerfuttergedönse. Diode, Widerstände, da kann man nichts mehr erkennen. Jetzt sind wir wieder da. Wieso hat sich die Kamera abgeschalten? Ach so, Standby, 5 Minuten. Ja, die stellt sich nach 5 Minuten aus, muss ich noch umändern.
So, ihr habt jetzt einmal kurz ein Bild, buntes Bild gesehen, ohne Ton. Sorry. Ja, ist das ein Übertrager oder ein Transformator? Also galvanisch getrennt, weiß ich nicht. Ich glaube, das spielt keine Rolle. USB zweimal. Gebrückt. Widerstände in den Datenleitungen. Gebrückt, so wie es aussieht. Beide dasselbe. Oder einmal nicht und einmal mit. Wie es aussieht, keine Ahnung. Da ist nichts. Da ist nur eine dicke, fette Diode. Ein Elko vom gleichen Hersteller. 1000 μ, glaube ich. Ja, 1000 μ, 10 Volt, also knappes Ampere. Kann das Ding wohl, mehr nicht. Also, okay. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Das habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Das war in der Dingskiste drin. Vielleicht kann ich das Gehäuse noch für irgendwas benutzen. Und ein paar Teile da drauf. Das Gehäuse, naja, weiß nicht. Weiß ich noch nicht. Aber es ist mir nur aufgefallen, als ich da irgendwie mal Gleichspannung angeklemmt habe, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, dass da ein Kurzschluss ist. Wieso kriege ich das Ding jetzt nicht? Macht das Scheißding wieder zusammen hier. Kommt das Ding da drauf. So. Ob ich das Gehäuse noch für irgendwas nutze, weiß ich nicht. Kann ich ja mal gucken. Ne, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist die Anführungsstrichen neue Kamera, die ich habe. Ich weiß nicht, wie das Bild im Einzelnen jetzt wirklich aussieht hier. Ich weiß, wie das Bild von meiner anderen Kamera aussieht, die ich einmal benutzt habe. Da ist wirklich das HDMI-Signal bäh. In der Zwischenzeit hatte ich schon mal eine andere Kamera gekauft. Aus eBay. Aber das HDMI-Signal hier auf dem Monitor, auf dem PC über das HDMI-Kabel, das war mit dem ganzen Klimbims, was auf dem LCD auf einer Kamera mit drauf ist. Also wie viel Akku, bla, hast du nicht gesehen? Das brauchte ich nicht. Habe ich die Kamera gekriegt. Ich verrate euch nicht, für wie viel Geld. Das sage ich euch später mal. Okay, bis hierhin soll es mal reichen. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.